Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nordrhein-Westfalen ist das mit Abstand dichtest besiedelte Flächenland in Deutschland. Immer mehr Menschen pendeln zur Arbeit, pendeln zum Ausbildungsplatz und tendenziell auf immer weiteren Strecken. Wie in jedem Ballungsraum gibt es an Rhein und Ruhr zu den Spitzenzeiten Verkehrsprobleme und Staus. Trotz oder eben wegen einer über Jahrzehnte laufenden einseitigen Straßenbaupolitik und einer Politik gegen die Schiene. Die Trendwende muss her, um Verkehr umweltfreundlich zu ermöglichen. Wir Grüne und die rot-grüne Landesregierung wollen diese Trendwende hin zur umweltfreundlichen, nachhaltigen Mobilität. Für nachhaltige Mobilität braucht es einen guten Schienenpersonennahverkehr. Wir brauchen den RAX für Rhein und Ruhr und auf den Außenästen. Wir brauchen die schnellen Verbindungen zwischen den Ober- und Mittelzentren. Wir brauchen die Regionalbahnen, die Rückgrat des öffentlichen Nahverkehrs im ländlichen Raum sind. Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen treibt dies voran. Wir bringen die Schienen in NRW nach vorne. Wir kümmern unsere Bahnhöfe um den RAX, um neue Verbindungen. NRW muss noch besser werden. Das ist keine Aufgabe, die in ein paar Jahren erledigt ist. Aber es ist eine Aufgabe, die lohnt. Doch für diesen Ausbau der Schiene braucht es Geld, die Regionalisierungsmittel. Mit der Bahnreform Anfang der 1990er Jahre ging die Verantwortung für den Schienenpersonennahverkehr von der Bundesbahn auf die Länder über. Seitdem erhalten die Länder das Geld als Regionalisierungsmittel. Mit diesem Geld wird der Nahverkehr auf den Schienen finanziert. Wichtig dabei ist, die Regionalisierungsmittel sind keine freundliche Wohltat des Bundes an die Länder. Die Auskömmliche ÖPNV-Finanzierung ist grundgesetzlich vorgegeben. Es ist die verdammte Pflicht des Bundes, seiner Verantwortung nachzukommen. NRW erhält seit Jahren zu wenig Geld. Vergleicht man den Prozentsatz bei den Regionalisierungsmitteln von 15,8% mit dem Königsteiner Schlüssel bei gut 21%, dann fließt jedes Jahr knapp 400 Millionen Euro zu wenig nach NRW. Diese Ungleichbehandlung ist nicht nur fatal für das Angebot auf der Schiene, es sind auch Arbeitsplätze und Steuereinnahmen im Verkehrssektor, die NRW entgehen. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Schemmer zulassen? Nein, danach. Dazu kommt eine viel zu geringe Fortschreibung der Mittel, weil ich kann mir die Frage schon vorstellen. Ich gehe danach sowieso auch darauf ein, Herr Schemmer. Während die Kosten im Schienenverkehr steigen, wachsen die Zuweisungen mit 1,5% jährlich viel zu gering. Wuchsen muss man sagen, denn was ist passiert? Die Länder haben sich auf eine neue Höhe und einen Verteilerschlüssel in Kiel Anfang Oktober geeinigt. NRW würde dann statt 15,8% mittelfristig 19% der Mittel bekommen. Die Mittel würden erhöht und mit einem höheren Ansatz fortgeschrieben. Das Ergebnis ist zugegeben nicht das Optimum für NRW, aber es ist die beste Lösung, die erreichbar sein konnte. Eine Lösung, die alle anderen 15 Bundesländer zugestimmt haben. Das heißt, auch der Größte kann sich gegenüber 15 anderen schlecht durchsetzen, wenn letztendlich diese sich dann auch einig sind, nicht viel Geld abgeben zu wollen. Dass nun vor allem die CDU hier in Düsseldorf Herrn Groschek und Rot-Grün dafür angeht, finden wir persönlich nur noch aberwitzig. Mit der Einigung der Länder hatte Finanzminister Schäuble nicht gerechnet und als Reaktion will er die Frage Regionalisierungsmittel vertagen. Dabei zeigt ein eigenes Gutachten des Bundes, wie wichtig eine Anhebung der Mittel ist. Es schert Herrn Schäuble und die Bundesregierung aber nicht. Stattdessen verschärfen sie den Konflikt noch, indem sie die Regionalisierungsmittel nicht wie bisher mit 1,5% fortschreiben wollen, sondern sie werden 2015 sogar komplett eingefroren. Für NRW macht dieser Verzicht auf die Dynamisierung allein einen Verlust von 17,5 Millionen aus. Das ist angesichts steigender Kosten de facto eine Kürzung bei der Schiene. Und leider, leider machen die Haushaltspolitiker der Großen Koalition in Berlin das mit. Unsere grünen Freunde in Berlin sind klar, wir haben uns mit offiziellen Anträgen im Bund für höhere Regionalisierungsmittel ausgesprochen. Liebe Kollegen von CDU und SPD, setzen Sie sich dafür ein, dass der Bund noch umsteuert. Zumindest von der SPD wissen wir Ihr Engagement. Denn mit Ihrem Verhalten gefährdet die Große Koalition in Berlin das Angebot auf den NRW-Schienen. Geht das so weiter, kommt nicht der für die umweltfreundliche Verkehr notwendige Ausbau der Schiene. Dann kommen Angebotsverschlechterungen, dann kommen Angebotskürzungen, dann kommen weniger Züge, dann kommen vollere Züge. Statt Zeit mit dieser Pkw-Maut des Herrn Dobrindt zu vergeuden, sollte sich dann Berlin tatsächlich diesem Projekt widmen. Mit diesem hier vorliegenden Antrag machen wir klar und deutlich, wir wollen mehr Regionalisierungsmittel,
eine höhere Dynamisierung, einen höheren NRW-Anteil. Nur so kann die umweltfreundliche Verkehrswende gelingen. Die Schiene ist wichtig für die Stadt, die Schiene ist wichtig für das Land, die Schiene ist wichtig für NRW. Vielen Dank, Herr